Ja, auf 1 folgt 2 und insofern herzlich willkommen zur zweiten virtuellen Waldbauernschule Brandenburg. Ich begrüße alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die uns jetzt hier zuschauen und begrüße Sie im eigenen Wald der Forstbetriebsgemeinschaft Neuruppin. Dank Ihrer durchweg positiven Resonanz auf Teil 1 haben wir vom Team der Waldbauernschule uns ermuntert gesehen, dieses Format fortzusetzen. Mein Name ist Kai Hagemann, ich bin freiberuflicher Forstsachverständiger beim Sachverständigenbüro Waldkonzepte und ich begrüße Sie heute aus der Märkischen Schweiz. Links von mir sehen Sie eine dreijährige Kulturfläche. Noch vor 3,5 Jahren sah die Fläche genauso aus wie der Bestand, den Sie hinten sehen. Eine ca. 60-jährige Fichte, arg gebeutelt durch den Borkenkäfer. Der Eigentümer dieser Fläche hat sich, als der Borkenkäfer angefangen hat zu fressen, genötigt gesehen, die Fichte komplett herunterzunehmen. Das heißt, es ist leider kein Schirm verblieben. Und hat sich dann daran gemacht, hier einen klimastabilen Mischwald zu etablieren. In Form der Pflanzung von Douglasie und Lärche. Und über Naturförderung hinzugekommen sind Eiche, gemeine Kiefer und die Birke. Und wie Sie sehen, es wächst ohne Zaun. Was aber eben auch wächst, neben den etablierten Baumarten, ist die Begleitvegetation. Wir haben Calamagrostis, wir haben die Himbeere, wir haben Brombeere und allerlei weitere krautige Pflanzen. Und damit sind wir beim Themenschwerpunkt dieser zweiten Ausgabe, nämlich der Kulturpflege, der Jungwuchspflege und im Weiteren der Läuterung. Diese Themenfelder haben für Sie aufbereitet Martin Schmidt und Thomas Meyer. Zusätzlich erhalten Sie Informationen von Enno Rosenthal für die Themenkomplexe forstliche Förderung, Forstpolitik und die Pflege der Eiche, die Enno besonders am Herzen liegt. Bevor wir aber zu genau diesen Themen kommen, freue ich mich sehr, dass Sie zunächst unsere Staatssekretärin aus dem MLOK, Silvia Bender, hören und sehen können, die grüßende Worte an Sie richten möchte. Liebe Waldbäuerinnen und Waldbauern, liebes Team der Waldbauernschule, zum zweiten Mal in diesem Jahr findet ein Online-Kurs der Waldbauernschule statt, zu dem ich Sie herzlich begrüßen möchte. Corona ist nach wie vor in unserem Alltag präsent und erfordert von uns, dass wir unser Handeln ändern, um die Verbreitung des Virus einzuschränken. Aber diese Herausforderung macht auch erfinderisch. Das zeigt das Online-Angebot der Waldbauernschule. Es ist eine Herzensangelegenheit der Waldbauernschule, Waldwissen zu gut aufgearbeiteten forstlichen Themen zu vermitteln und Weiterbildung und Ausbildung anzubieten. Und ich bin mir sicher, dass auch dieses Online-Angebot von vielen Waldbesitzerinnen und Besitzern und auch von an der Natur interessierten Menschen angenommen wird. Ein Blick in unsere Wälder zeigt, die Klimakrise ist in Brandenburg angekommen. Die Trockenheit der letzten Jahre hat unsere Wälder massiv in Mitleidenschaft gezogen. Und es ist nun gemeinsames Handeln notwendig, damit sich die Wälder an diesen Klimawandel anpassen können. Ein umfangreiches Beratungsangebot und Wissensangebot für die Waldbesitzer und die Waldbewirtschafter ist ein wichtiger Baustein dazu. Und hier ist die Waldbauernschule für uns ein wichtiger Partner, neben der Beratungsoffensive, die Minister Axel Vogel ins Leben gerufen hat im Sommer diesen Jahres, und der umfänglichen Förderung, die sowohl die Bundesebene als auch das Land zur Verfügung stellen. Um die aktuelle Bedrohung der Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist der Waldumbau unumgänglich. Und ein Blick in unsere Wälder zeigt, das ist an manchen Stellen schon sehr gut gelungen. Und an anderen Stellen braucht es noch viel Vermittlung von Wissen, noch viel Beratung und vor allem noch viel Engagement der Waldbesitzenden, um den Waldumbau hin zu stabilen Mischwäldern voranzubringen. Dabei ist es wichtig, dass wir mit der Natur arbeiten und nicht gegen die Natur. Das heißt, Naturverjüngung nutzen, den Waldboden schonen und die biologische Vielfalt erhalten. Zur Bewerkstelligung all dieser Aufgaben braucht es starke Forstbetriebsgemeinschaften, denn sie bieten den Waldbesitzerinnen und Besitzern einerseits Beratung an und übernehmen andererseits die Bewirtschaftung gerade im kleinen Privatwald.
Als Landesregierung werden wir die Forstbetriebsgemeinschaften auch weiterhin finanziell fördern und unterstützen. Ich hoffe für die Zukunft, dass noch mehr Menschen die Angebote der Waldbauernschule in Anspruch nehmen und auch an der Beratungsoffensive des Landes partizipieren werden. Zunächst möchte ich Ihnen aber viele interessante neue Informationen in diesem Online-Angebot wünschen und bleiben Sie in diesen bewegten Zeiten gesund. Ich bin Enno Rosenthal, Vorsitzender des Waldbauernverband Brandenburg und möchte an dieser Stelle alle Kolleginnen und Kollegen der Landesforstverwaltung, aber auch in den privaten Revieren recht herzlich grüßen und auch unseren Minister Vogel und seine Staatssekretärin Silvia Bender, die ja eine Beratungsinitiative vor kurzem gestartet haben. Und wir wollen uns der Initiative zum Waldumbau und zur Stärkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse im Land Brandenburg gerne anschließen. Wer die Forstpolitik im Land Brandenburg ein bisschen verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten, der hat ja feststellen können, dass leider die von uns so sehr angestrebte Fusion mit dem Waldbesitzerverband gescheitert ist. Am Waldbesitzerverband, muss man so eindeutig sagen. Deshalb wollen wir unsere Projekte Waldbauernschule und Waldtrainer, das virtuelle Projekt, in diesem Jahr als Waldbauernverband alleine anschieben und heute mit diesem kleinen Zwischenangebot wollen wir zeigen, was man in den Sommermonaten von Juni bis Ende August als Waldbauer, Waldbäuerin oder Freund des Waldes für seinen Wald tun kann, mit einfachen Hilfsmitteln, was jeder machen kann, um der Natur zu helfen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie begrüßen zum zweiten Teil der Waldbauernschule, zum zweiten digitalen Teil der Waldbauernschule. Mein Name ist Martin Schmidt und ich begrüße euch hier im Stadtteil Belitz. Ja, ich bin hier der Revierleiter seit 15 Jahren und Thema der heutigen digitalen Waldbauernschule ist Kulturpflege und Jungwuchspflege bzw. Läuterung. Die Kulturpflege ist die Pflege der gepflanzten Bäumchen, bis die Kultur gesichert ist. Das ist so in dem Höhentraben 1,30 Meter bis 1,50 Meter. Bevor wir aber in die Fläche gehen, möchte ich noch ein paar grundlegende Sicherheitskriterien mit euch, mit Ihnen besprechen. Da geht es natürlich vor allem um die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Bei der Kulturpflege und Läuterung arbeiten wir meistens manuell und dementsprechend brauchen wir keine Schnittschutzeinrichtungen. Nichtsdestotrotz haben wir mit Brombeeren, mit Dornen zu tun. Dementsprechend sind auf jeden Fall Arbeitshandschuhe ganz wichtig. Ja? Und eventuell eine Schutzbrille oder wenn die Kultur dicker ist, dann praktisch so ein Visier, wie wir es eigentlich vom Motorsägenhelm kennen, bloß ohne Helm, weil den Helm brauchen wir nicht, weil wir jetzt im Moment keine Bäume umsägen. Ansonsten sicheres Schuhwerk, einfach eine dichte, gute Hose. Damit ist es schon für die Unfallverhütungsvorschriften getan, sofern keine motormanuellen Werkzeuge verwendet werden. Und dann kommen wir auch gleich zu den Werkzeugen. Ja? Das sind jetzt so für mich die wichtigsten Werkzeuge. Sicherlich gibt es noch eine ganze Palette von anderen Werkzeugen, die für diese Phasen eingesetzt werden können. Ich muss immer ein bisschen einschränken. Wir sind hier in Südbrandenburg. Südbrandenburg ist natürlich gekennzeichnet durch wenig Niederschläge und schwache Nährstoffe. Deswegen ist bei uns die Kulturpflege und Jungwuchspflege nochmal nicht so anstrengend, so arbeitsaufwendig wie in anderen Bereichen, wo mehr Niederschlag und mehr Nährstoffe da sind, weil da natürlich auch die Begleitwuchspflanzen schneller wachsen. Ja, was habe ich hier? Hier ein klassisches Buschmesser von Fiskars. Das ist ja für kleinere Birken, Traubenkirsche, Faulbaum, auch meine Brombeere geeignet. Schweizer Gärtel, ähnliche Funktion wie ein Buschmesser, auch für kleine Bäume bis
4, 5, 6 cm geeignet. Dann habe ich hier eine Heppe. Die kann man einerseits zum Ziehen, andererseits zum Schlagen verwenden. Hat praktisch zwei Schnittgarnituren und wird auch für kleinere Bäumchen verwendet. Und ja, was ich ganz gerne verwende, ist so eine klassische Baumschere hier mit Teleskoparmen. Das ist natürlich für Brombeeren ganz, ganz praktisch, wenn man so einem Brombeerverschlag steht. Und man kann damit auch so ein bisschen die Ranken einerseits abzwicken, andererseits die Ranken so ein bisschen auch von den überwachsenen Pflanzen wegziehen. Man hat die ganz gut in der Hand damit. Ja, ansonsten habe ich hier jetzt nur noch ein Kantenmesser. Das haben wir letztens hier in so einem Rubinienbestand eingesetzt gegen Birken. Damit wird letztendlich das Cambium abgeschält, um die Bäume sukzessiv zum Absterben zu bringen. Das ist, wie gesagt, dann eher schon notwendig, Bäume, wenn die Bäume so 8, 10 cm und stärker geworden sind und man kann sie wegen dem Dichtstand nicht mehr umsägen, dann verwendet man dafür ein Cambiummesser. Ja, viele haben sich sicherlich gefragt, was machen die Förster und Waldarbeiter im Sommer, wo man klassischerweise eigentlich keinen Holzeinschlag macht. Und klassischerweise ist die Sommerzeit Pflegezeit. Ja? In der Sommerzeit werden Kulturen gepflegt, ja, weil nachdem wir im Frühjahr gepflanzt haben und im Herbst gepflanzt haben, im Winter unser Holz gemacht haben, ist im Sommer die Pflegezeit. Und das wird von vielen, vielen, vielen Waldbesitzern unterschätzt, weil man viele sich damit nicht weiter auseinandersetzen und viele denken, mit den gepflanzten Bäumchen ist es dann auch getan. Ich kann Ihnen sagen, damit ist es nicht getan, denn die ja, Kulturpflegearbeit und auch Jungwuchs- bzw. Läuterungsarbeit, damit wird letztendlich die Zukunft und die Qualität und die Quantität eures zukünftigen Waldbestandes festgelegt. Ja? Qualität, klar, geradschaftige Bäume und Quantität natürlich, kann es passieren, dass sowohl in der Kulturphase als auch in der Läuterungsphase eure gepflanzten Bäumchen von anderen Bäumchen bedrängt, überwachsen werden und somit auch ausfallen können und letztendlich auch eine Fläche auch wieder komplett vergrasen kann, wenn dem nicht abgeholfen wird. Wir sind jetzt hier in der ersten Fläche. Das ist ein kleines Gatter, gepflanzt mit Edelkastanie, einer meiner Lieblingsbaumarten, also der Castanea sativa. Und wie gesagt, wir befinden uns in dem Rahmen Kulturphase, also Etablierungsphase, die mit 1,5 Meter dann abgeschlossen ist. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, ob hier überhaupt was zu machen ist, denn für Sie ist immer der Höhenrahmen dieser Pflanzen entscheidend und wie hoch die Begleitvegetation ist. Also, wenn die Begleitvegetation die Höhe von 2/3 meiner gepflanzten Bäumchen überschritten hat, dann besteht Handlungsbedarf. Sprich, die gepflanzten Bäumchen sind 1 Meter hoch, der Adlerpfad ist 1,20 Meter hoch, dann hat er die Eigenschaft, wenn er im Herbst abtrocknet, sich über die gepflanzten Bäumchen zu legen und die dann auch runterzudrücken. Also wäre praktisch hier Handlungsbedarf. Wenn ich sage 2/3, jetzt nochmal auf den Meter bezogen, also wenn die Pflanzen dann irgendwie höher als 66 cm sind, irgendwo, dann besteht Handlungsbedarf, dass man hier Begleitwuchsregulation durchführt. Gucken wir mal in die Fläche, ob hier überhaupt was zu machen ist. Kommen Sie mal mit. Ja, ich bin erstmal begeistert. Ich habe die Fläche seit einigen Jahren nicht mehr besucht und trotz der heißen Sommer 2018 und Hitzerekorde 2019 steht die Edelkastanie vital da. Wir sehen noch so ein bisschen die Spätfrostschäden, denn wir hatten dieses Jahr einen starken Spätfrost während der Eisheiligen. Die Edelkastanie ist doch leicht spätfrostgefährdet. Kommt natürlich aus dem mediterranen Bereich, aber das tut der Vitalität dieser Baumart nichts ab und dementsprechend pflanzen wir die auch weiterhin in den Waldbestand. Wir sehen auch so ein bisschen unterschiedliche Höhen, ja, teilweise da hinten sind die schon 1,20 Meter hoch und da hinten müssen wir mal gucken, inwieweit da jetzt vielleicht eine Birke wegzunehmen ist, aber das kann man von hier vorne nicht entscheiden. Kommen Sie mal mit. Ja, neben den gepflanzten Bäumen sind jetzt schon auch die ersten Kiefern, die ersten Birken, hier und da eine Heereiche. Das ist natürlich Begleitbaumarten, die aufgrund der Zäunung hier mit einkommen. Das ist auch gewünscht, ja, denn wir wollen ja auch einen Mischbestand haben.
Und man sieht natürlich auch wieder hier den Einfluss von Wild. Kiefer, Birke außerhalb von der Fläche kaum vorhanden, hier innerhalb der Fläche wächst sich schon ganz gut mit. Ja, wie Sie natürlich an der Ausgangsvegetation kennen, das ist hier ein sehr, sehr schwacher Boden. Deswegen ist das auch für mich so eine kleine Versuchsfläche. Wir haben das Astmoos, wir haben das Heidekraut. Und Astmoos, Heidekraut und Flechte, also auch ein ganz, ganz schwacher Kiefernstandort. Ja? Und das ist, wie gesagt, ist das für mich auch eine kleine Versuchsfläche, wie sich hier die Edelkastanie entwickelt, und für mich geht es vor allem auch hier darum, Biomasse zu produzieren. Hier erste Situation, wir haben hier eine kleine Heereiche, auf der anderen Seite eine zwiefelige Birke, ja, und natürlich hat die Eiche hier eine höhere Priorität als die Birke, und dementsprechend nehmen wir die Birke jetzt einfach mal weg. So. Wichtig ist natürlich mal darauf zu achten, wenn Sie die Bäume runterschneiden oder runterhacken, wie auch immer, dass die Bäume nicht auf gewünschten Begleitbaumarten landen, wie jetzt hier vielleicht auf dem Kiefer. Dementsprechend einfach mal kurz gucken, ob da nicht nebendran noch eine Baumart liegt, steht, die jetzt durch die abgeschnittenen Bäume überdeckt wird. Das war schon, mehr brauchen wir hier nicht zu machen. Damit ist der Zweck schon erfüllt. Ja, hier ist die Situation ähnlich. Ja, wir haben hier auch einen kleinen Birkenaufschlag. Und wir sehen hier deutlich schon einfach die Situation von der Birke. Hier mehrere Birken, hier eine Edelkastanie. Wenn man das sich genau anschaut, da wird die Edelkastanie schon ein bisschen wieder zur Seite gedrückt. Also hier kann man relativ einfach mit so einer mit der Astschere die paar Birken runterschneiden und hat den Edelkastanien ganz schnell geholfen. Wichtig ist bei den Arbeiten, also bei dieser Kulturpflegearbeit und auch bei diesen anderen Arbeiten, zielstrebig vorzugehen, ja? Dass man sich genau überlegt, was will man erreichen. Nicht, dass man da anfängt, in der Waldgärtnerei zu enden. Das kann man sicherlich auf kleinen Flächen machen, aber in den großen Flächen, in denen wir tätig sind, würde es natürlich nicht funktionieren. So, einige Birken am Rand haben wir stehen gelassen, die bedrohen keine von unseren Edelkastanien. Ansonsten haben wir jetzt die Edelkastanien freigestellt und dementsprechend ist die Situation im Rahmen der Kulturpflegearbeiten gelöst. Ja, wir sind auf der nächsten Fläche. Es geht weiterhin um Kulturpflege. Ja, stellen Sie sich vor, die Fläche ist gepflügt worden, wir haben eine Bodenverwundung durchgeführt. In den Flugarbeiten oder Flugstreifen wurden Bäumchen gepflanzt. Hier in dem Fall ist das auch wieder mal eine Versuchsfläche. Eine Versuchsfläche mit der Weißtanne in der Brandenburger Streusandbüchse. Neben der gepflanzten Baumarten sind jetzt noch eine Menge anderer Baumarten gekommen. Wir haben hier eine Birke, wir haben hier eine Heereiche. Also auch Baumarten, die gewünscht sind, und damit in der Mitte ganz breit eine Traubenkirsche, eine spätblühende Traubenkirsche, die natürlich hier für meine gewünschten Baumarten ein Problem darstellt. Deswegen muss hier eine Begleitwuchsregulation durchgeführt werden. Ziel ist es in der Kulturphase natürlich erstmal, die gepflanzten Bäumchen zu etablieren. Deswegen spricht man auch von der Etablierungsphase. Aber wir nehmen natürlich auch alle anderen Baumarten mit, weil wir natürlich immer wieder die Bodenverwundung einerseits wegen den gepflanzten Bäumen machen, aber andererseits wollen wir natürlich auch eine Kiefer haben, wir wollen eine Birke und auch eine Heereiche haben. Was wird weggeschnitten? Es ist eine Brombeere, es ist ein Adlerfarn, es kann ein Schilfgras sein, es ist hier die spätblühende Traubenkirsche. Aber wichtig ist natürlich, dass ich eine Birke zum Beispiel nicht einfach nur wegschneide, weil es eine Birke ist. Auch eine Birke kann in der Kulturphase eine wichtige Lücke füllen, wenn beispielsweise meine gepflanzte Baumart vertrocknet ist. Ja? Dann nehme ich doch lieber eine geschenkte Birke, als dann teure Pflanzmaterial wieder nachzupflanzen. Problem, Traubenkirsche kann man auch wieder ganz leicht in der Baumschere machen.
Sie merken schon, die Bäumchen legen sich hier rüber über meine gewünschten Bäume. Ja, da muss man ein bisschen gucken, dass sie dann frei bleiben. Und das war auch schon. Situation frei. Die Birken haben wir freigestellt, die beiden Tännchen haben wir freigestellt. Hier vorne die Giereiche freigestellt. Und damit ist die Situation hier in diesem Punkt geklärt. Wichtig ist natürlich, wenn Sie solche gezäunten Flächen betreten, natürlich zu gucken, ob Verbiss hier in der Fläche ist. Ja? Also das heißt, ob irgendwo ein Baum oder ein Ast auf den Zaun gefallen ist und ob sich hier Rehwild mit eingeschoben hat. Das können wir im Moment erstmal hier ausschließen. Also wir haben jetzt hier an der Weißtanne kein Verbiss entdeckt. Hier schöne Situation. Eberesche, Weißtanne, Birke. Die Eberesche hat zwar hier die Höhe von der Weißtanne überschritten, aber die Eberesche gehört zu den sozialverträglichsten Baumarten hier, die wir im Ökosystem haben. Dementsprechend ist hier überhaupt kein Handlungsbedarf, obwohl natürlich die Zweidrittelhöhe überschritten worden ist. Dementsprechend müsste man eigentlich was machen, aber bei der Eberesche, wie gesagt, extrem sozialverträglich, deswegen besteht hier kein Handlungsbedarf. Toll ist natürlich zu sehen, dass die Weißtanne trotz der letzten 2 Jahre Trockenheit erstmal nicht vertrocknet ist und trotzdem noch Zuwachs leistet. Ja? Also die haben trotzdem Höhe für ihre Triebe gemacht. Sehr spannend. Ja, hier noch ein kleines Beispiel zum Thema Minderheitenschutz. Durch den Zaun, durch den Schutz vor Wildverbiss siedeln sich natürlich auch mal wieder Bäume hier an, die wir im Wald gerne haben, aber die natürlich durch den Wildverbiss mal wieder ausgeschaltet werden. Hier zum Beispiel eine Weide im Hintergrund, eingedrängt von der Kiefernkultur. Da drin finde ich auch noch eine kleine Eiche. Für die Weide nehme ich auch gerne mal 1-2 Kiefern weg. Wie gesagt, die Kiefer ist ja natürlich eingeflogen, die Weide auch. Ich entscheide mich wieder für das Schweizer Gärtel. Ja, damit ist der Weide erstmal geholfen. Hier drin, hier steht noch eine kleine Heereiche. Das wird natürlich schwierig. Ja, ich kann mal die 1-2 Kiefern wegnehmen. Ähnliche Situation wieder unten, nur keine Birke. Hier jetzt in dem Fall eine spätblühende Traubenkirsche, die auch schon mal geschnitten worden ist. Deswegen sieht man da unten, dass sich der stark wieder aufgeschlagen hat. Wir haben hier eine Douglase, da hinten steht noch eine Douglase, also auch oben links eine Douglase. Spätblühende Traubenkirsche, die wollen wir hier natürlich nicht haben. Dementsprechend ist die auch wieder zu entfernen. Ich entscheide mich wieder für Schweizer Gärtel. So, wie gesagt, zum Schluss noch mal ein Blick, ob man nicht irgendwelche Bäumchen überdeckt hat, die man haben will. Hier haben wir eine kleine Kiefer umgeknickt, die können wir einfach aufrichten. Das Glas ist jetzt hier alles okay, die Kiefer hier noch ein bisschen freistellen. Und damit ist die Situation auch schon geklärt. Nächster Bestand, ein klassischer Waldumbaubestand, das Einbringen von Laubholz und dann Kiefernreihenbestand. Hier jetzt schon in der ersten Nachlichtung. Wichtig für Sie ist natürlich auch, dass Sie eine Arbeitsorganisation haben. Ne? Hier ist es relativ einfach, weil wir hier die Blöcke zwischen den Maschinengassen haben, wo wir schon mal nachgelichtet haben. Ja? Dementsprechend kann man sich hier von Block zu Block weiterarbeiten, um hier eine Arbeitsorganisation in der Fläche zu bekommen. Ja, ansonsten wird es in dem Bestand natürlich so ein bisschen schwieriger, weil wir haben hier vorne am Rand eine Eberesche, dann haben wir drin gepflanzte Eiche. Dann sehe ich da hinten auch eine Kiefer, ich sehe da hinten auch eine Birke und die Birke und Kiefer sind hier natürlich eingeflogen. Also der zukünftige Waldbestand besteht hier schon mal zumindest aus 4 Baumarten und da wollen wir jetzt mal reingucken. Ich sehe hinten die Birke, da ist wahrscheinlich schon der erste Situation, wo wir ein bisschen lenken, eingreifen müssen, um unseren zukünftigen Waldbestand zu qualifizieren. Kommen Sie mal mit. Die Douglase steht hier auch noch, ja. Also haben wir schon mal eine 5 Baumarten, aber wir sehen halt deutlich wieder die
die Eigenschaft von der Birke, die machen sich, erstens ist sie extrem vorwüchsig und zweitens macht sie sich extrem breit. Also eine Situation, die wir hier in diesem Fall nicht so in der Masse tolerieren können. Dementsprechend muss die Birke hier raus. Sie merken schon, mit der Schweizer Gärtel ist es natürlich in dem Durchmesser so ein bisschen fehlbesetzt. Aber man kann das Schweizer Gärtel natürlich auch in Form von einem Campio-Messer nehmen. Das heißt, Sie hacken einfach mal hier ringsherum um die Birke, die Rinde und das Campio weg. Und brauchen die erstmal gar nicht zu fällen. Der Vorteil ist, die Birke stirbt jetzt über die nächsten 2-3 Jahre langsam ab, dann fallen die Äste ab und dann fällt sie um, ohne dass sie den Folgebestand schädigt. Und das führt natürlich zu einer enormen Arbeitserleichterung. Das heißt, ich muss die Birken jetzt nicht von der Eberesche oder von der Douglas runterziehen, sondern die Situation ist jetzt einfach schon hier geklärt. Campium ist abgeschärft, die Birken werden jetzt über 2-3 Jahre absterben und damit ist die Situation erstmal geklärt. Schon bei der Begrüßung habe ich ja auf die Waldumbauinitiative unseres Ministeriums hingewiesen und möchte nochmal an diesem prachtvollen Beispiel demonstrieren, dass man doch unsere Kiefernbestände mit Unter- und Voranbauvorhaben, vor allen Dingen mit heimischem Laubholz, was man durchaus mit Schnellwüchschen und standortgerechten Nadelholz ergänzen kann, wie es hier auch passiert ist, oder auch mit Wildobstbäumen ergänzen kann, dass man solche prächtigen Waldbilder schaffen kann und dafür stehen ausreichend Mittel zur Verfügung. Und ich möchte einfach an diesem Waldbild anregen, dass Sie sich oder dass ihr euch bei den zuständigen Revier- und Oberförstereien, bei den privaten Beratern, bei unserer Waldbauernschule, beim Waldbauernverband kundig macht, wie man zu solchen Beständen kommt und vor allen Dingen die Finanzierung für solche Vorhaben sicherstellt. Wir wissen ja, der Holzmarkt ist zurzeit zusammengebrochen und wir rechnen als Waldbauernverband auch nicht mit einer Verbesserung im nächsten Jahr. Und wir wollen uns auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass wir nur auf kurzzeitige Profite aus sind, sondern wir wollen unseren Wald hegen, pflegen, in seinem Wert erhöhen und an unsere Kinder und Enkel vererben. Und deshalb betreiben wir auch diese kleinen Aufwände, die wir heute in dem Schulungsfilm mit der Kulturpflege, der Jungwuchspflege, der Pflege von Naturverjüngung und der Pflege der Eiche ein bisschen darstellen wollen. Mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Förster, Forstsachverständiger, selber auch Waldbesitzer und will jetzt mal ein bisschen was zum Thema Mischungsregulierung, Jungwuchspflege sagen, aber auch zeigen. Wir sind hier in einem Bestand, wo verschiedene Baumarten gepflanzt sind und noch andere Baumarten durch Naturführung dazugekommen sind. Also Küstentanne, Douglasie wurden hier mal gepflanzt, die Eichen, Stieleiche, und auch Kiefer ist hier in großer Menge mit dazugekommen. Man sieht das hier sehr schön, auch sehr dicht alles. Und mit der Jungwuchsregulierung und Mischungsregulierung können wir jetzt steuern, welche Baumart hier künftig es schafft, nach oben zu wachsen. Und wir werden also hier gerade auch was die Qualitäten betrifft ein bisschen steuern können. Da sieht man hier zum Beispiel eine Kiefer, die einen Zwiesel hat. Daneben eine Kiefer, die ganz prima gradschaftig gewachsen ist und deswegen werden wir bei der Mischungsregulierung den Zwiesel rausnehmen. Dahinter steht noch eine Roteiche, die wird also auch noch begünstigt, wenn wir da noch die andere Kiefer mit runternehmen, sodass wir also hier auch einen ordentlichen Laubholzanteil in den Bestand reinkriegen.
sozusagen die natürlichen Vorgänge auch lenken können in die gewünschte Richtung, dass sowohl die ökologischen als aber auch die wirtschaftlichen Dinge berücksichtigt werden. Die Forstbetriebsgemeinschaften, wenn sie funktionieren, haben drei Aufgaben. Als erstes natürlich die Pflege des Waldes, Pflege und Erhalt des Waldes. Wir wollen den Wert des Waldes erhöhen, und zwar in jeder Hinsicht. Nicht nur den wirtschaftlichen Wert, sondern auch seinen ökologischen Wert und seinen sozialen Wert. Denn Wald bedeutet Eigentum. Und wenn das Eigentum auf viele kleine Leute verteilt bleibt, dann trägt das unheimlich zum sozialen Frieden bei. Wir haben natürlich die Aufgabe, in den Forstbetriebsgemeinschaften Erlöse für die Waldbesitzer zu erwirtschaften. Über die Belastung hatte ich schon gesprochen, aber es kann natürlich nicht so sein, dass der Wald auf Dauer für die kleinen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zum Zuschussgeschäft auf Dauer wird. Wir als Forstbetriebsgemeinschaft, selbst in dieser Kiefernregion, haben es seit 1990 geschafft, immer positive Erlöse nach Abzug aller Kosten zu erwirtschaften. Das ist manchmal sehr, sehr mühselig, weil die Finanzierung der Verwaltungskosten von Forstbetriebsgemeinschaften auf so unsicheren Füßen steht. Eine weitere wichtige Aufgabe ist aber, und die darf man nicht unterschätzen, die Förderung unseres Zusammenlebens auf den Dörfern. Wir kommen zweimal jährlich zusammen mit unseren Mitgliedern und besprechen die Dinge, die die Waldbewirtschaftung betreffen, beschließen unsere Pläne, alles läuft ordentlich ab. Aber es ist natürlich auch immer ein Höhepunkt im sozialen Leben hier auf unseren Dörfern, wo Gleichgestellte zusammenkommen und sich über ihre Erfahrung und ihre Freude mit dem Wald und mit ihrer Familie austauschen. Und das ist diese drei Einigkeit sozusagen in den Forstbetriebsgemeinschaften, wenn die verwirklicht wird, dann ist das meiner Meinung nach eine sehr wertvolle Aufgabe und ein sehr wertvoller Beitrag für unsere gesellschaftliche Entwicklung und für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Deshalb muss es auch im staatlichen Interesse sein, dass der kleine Privatwald erhalten bleibt als Eigentum und der Wert des Waldes erhöht wird und dass wir alle Anstrengungen gemeinsam unternehmen, um den Wald klimastabil und zukunftsfest zu gestalten. Denn das sind wir unseren nachfolgenden Generationen einfach schuldig. Die geht jetzt hier fast zwar unter, diese Stieleiche, aber die wollen wir natürlich genau deswegen auch erhalten. Hier wächst nebendran noch eine Hainbuche, diese bedrängt, und natürlich hier die Brombeere, die ja schon, wie man das sieht, mannshoch ist. Also in der Jungwuchspflege werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier der Eiche ein bisschen helfe und alles, was in den Kronenbereich reinragt, wegschneide. Und das kann man wunderbar mit der Astschere machen. Hier, das ist eine schöne Buchen-Naturverjüngung unter einem Schirm noch von alter Buche. Und hier stehen natürlich auch ein paar Bäume drin, die nicht so sind, wie wir uns die in der Forstwirtschaft gerne wünschen. Weil das ist zwar eine interessante Stammform hier, aber so ein richtig schöner gerader Stamm, um da mal ein Brett rauszubekommen, ist es nicht. Also markieren wir erstmal das, was hier raus soll. Da hinten ist auch noch einer. Und anschließend gehen wir mit der Motorsäge durch und dann werden die runtergenommen. Also ich habe jetzt hier schlechte Stammformen markiert. Also klar ist, dass da kein gerader Stamm rauskommt. Und das steuern wir natürlich mit so einer Jungbestandspflege. Oh.
Kram der Waldbäuerinnen und Waldbauern und der Försterinnen und Förster, der Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter möchte ich bei diesem Einspieler nicht versäumen, auf die Probleme, die uns Waldbauern bedrücken, auch mal hinzuweisen. Wir haben eine unsägliche Belastung, besonders als Kleinbetrieb, durch die Pflichtbeiträge zur Berufsgenossenschaft. In unserer Forstbetriebsgemeinschaft sind 344 Mitglieder, wovon über 180 Mitglieder selbstständig als Unternehmer im Grunde registriert sind, aber nicht selbst wirtschaften, sondern wirtschaften in dem Sinne in ihrem Auftrag und auf ihre Rechnung macht die FBG. Und wir müssen aber trotzdem, oder die Waldbesitzer müssen trotzdem diese Pflichtbeiträge an die Berufsgenossenschaft entrichten, obwohl sie nicht selbst im Wald tätig sind, sondern eigentlich die Forstbetriebsgemeinschaft im Wald tätig ist und die zahlt auch ihren Beitrag an die Berufsgenossenschaft. Und das halten wir für nicht gerechtfertigt. Und besonders in einer Zeit, wo sehr viele Millionen zur Unterstützung der Waldbauern in die Hand genommen werden, verstehen wir nicht, warum man nicht diesen Pflichtanteil der Verwaltungskosten zum Beispiel aus dem Bundeshaushalt übernimmt und die Waldbauern von der Pflichtmitgliedschaft freistellt, wenn sie nicht selbst ihren Wald bewirtschaften. Ein weiteres Thema, was uns sehr bedrückt und beschäftigt und schon jahrelang die Diskussion irgendwie beherrscht, sind die Bemühungen in einigen Bundesländern und besonders auch hier in Brandenburg, um die Gewässerunterhaltungsgebühren. Wir sehen ein, dass die Gewässerunterhaltungsverbände und die Aufgabe Gewässerunterhaltung genau wie die Berufsgenossenschaft ihre Berechtigung haben. Die nehmen gesellschaftliche Pflichten wahr, die in unserem Sozialstaat also unabdingbar sind. Aber mit der Finanzierung dieser Aufgaben auf den Rücken der kleinen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, damit können wir nicht einverstanden sein. Wir sind der Meinung, dass in Brandenburg zum Beispiel das Wassergesetz, welches erst in der letzten Legislatur zum wiederholten Mal unzureichend verbessert wurde und keine Rechtssicherheit schafft, dass das endgültig jetzt so verändert wird, dass die Kommunen Mitglied in diesen Verbänden sind, dort ihre Delegierten hin entsenden, die Beiträge bezahlen und für die Aufgaben der Gewässerunterhaltung sozusagen die Verantwortung und auch die Kosten übernehmen. Und ohne weiteren Aufwand muss es den Kommunen möglich sein, ihre Finanzierung, wie die Finanzierung ihrer Aufgaben überhaupt sicherzustellen. Und als wirklich letztes Instrument würde ja den Kommunen auch die Grundsteuererhebung zur Verfügung stehen, wenn aus dem laufenden Haushalt diese Aufgaben nicht zu leisten sind. Weil das macht ja auch ökonomisch gar keinen Sinn, geringe Beiträge mit Beitragsbescheiden und Verwaltungskosten verbunden an die einzelnen Waldbäuerinnen und Waldbauern zu senden, für eine Aufgabe für die Waldbäuerinnen und Waldbauern eigentlich gar nicht gerade stehen, weil der Wald ja eigentlich eher dem Wasserhaushalt zuträglich ist als abträglich. Unsere heimischen Eichenarten, die Stieleiche und die Traubeneiche, insbesondere die Traubeneiche auf den trockenen Standorten, sind unsere wertvollsten Baumarten. Und sie sind allerdings auch von einer Jugend an pflegeintensiv. Aber wir können mit einfachen Mitteln den Eichen helfen, dass sie zu qualitativ hochwertigen Bäumen heranwachsen. Und da genügt eine einfache Gartenschere. Und wenn man hier dieses Bäumchen sieht, dann sieht man hier eine Verzwieselung. Und die können wir hier mit einem einfachen Schnitt beseitigen. Dann haben wir schon mal eine Eiche, die mit einem zentralen Spross gerade nach oben wächst. Und besonders viel Erfahrung mit den Eichen, auch mit den Eichenkulturen, ihrer Erziehung, hat man in Frankreich. Und da habe ich gesehen, dass man auch in dieser Höhe, wenn die Eiche so 2 Meter hoch ist, dann kann man schon beginnen, mit der Schere die Seitentriebe einzukürzen und so zur künstlichen Astreinigung beitragen. Das darf man nicht übertreiben, nur im unteren Drittel. Aber jetzt haben wir eine wunderbar gepflegte Eiche, die Hoffnung gibt, dass sie einmal ein ganz prächtiger Baum wird, der sowohl seine Umweltaufgaben erfüllt, als auch den wirtschaftlichen Ansprüchen der Menschen
eines Tages Genüge tun wird, wenn sie sich ausreichend verjüngt hat und alt genug geworden ist, dass sie auch geerntet werden kann. Wie ich am Jungbestand oder an der Kultur schon erläutert habe, ist die Eiche unsere wertvollste Baumart. Aber viele Eichen im mittleren Alter sehen dann leider so aus, weil häufig ihre Umfütterung fehlt. Das heißt, dass man mit Laub- oder Nadelbäumen, hier wie der Bergahorn, der da sehr gut für geeignet ist, für die Beschattung der Stämme sorgt, sodass sich diese sogenannten Wasserreiser nicht erst bilden können. Und man kann mit relativ einfachen Mitteln einer solchen Astungssäge den Stamm von den Wasserreisern befreien. Das ist auch eine leicht zu händelnde Aufgabe für Waldbäuerinnen und Waldbauern, damit wir später solche Eichenstämme erziehen, die einen geraden Schaft haben und möglichst astfrei sind, damit man da später hochwertige Möbel produzieren kann. Aus den Bohlen, die aus einer solchen Eiche gewonnen werden, oder wenn man sehr hohe Qualitäten erzielt, dass es sogar furniertauglich wird, das Holz. Man muss einfach wissen, dass die Eiche, das Eichenholz, auf den Submissionen kann man es ja immer sehen, unsere wertvollste Baumart ist und bleibt in jeder Hinsicht, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch in ökologischer Hinsicht. Sie hat eine Pfahlwurzel, die liefert sehr, sehr wertvolles Holz, wenn sie ordentlich erzogen wird oder heranwächst. Und hier in unseren Breiten sind natürliche Buchen, Eichenwälder, die natürliche Waldvegetation, und deshalb sollten wir den Anbau der Traumeichen, Stieleichen und der Rotbuchen und Hainbuchen in unseren Breiten hier fördern und unterstützen. In jedem Fall verlangt aber der Eichenanbau besondere Aufmerksamkeit und Pflege. Und die einfachen Handgriffe dazu wollten wir heute mit unserem Beitrag präsentieren. Ja, liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, liebe Waldbäuerinnen und Waldbauern, liebe Kollegen und am Wald Interessierte, ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder sachdienliche Hinweise zum Thema Wald, Waldpflege und Waldbewirtschaftung geben. Auf der Seite www.waldbauernschule-brandenburg.de finden Sie die aktuellen Termine unserer Schulungsexkursionen, die planmäßig ab September wieder starten. Und noch ein Hinweis auf den 3. Oktober diesen Jahres, wo die zentrale Waldbauernversammlung stattfinden wird. Informationen dazu finden Sie sowohl auf der Seite der Waldbauernschule als auch beim Waldbauernverband. Und vielleicht noch der Hinweis, dadurch, dass wir digitalisieren, schauen Sie auch gern bei Instagram und auf der Seite von waldlust-brandenburg.de vorbei. Damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und aller Voraussicht nach bis zum nächsten Mal.